Ja, das ist halt so ein Ausruf. Ja, ja, das sowieso. Ja. Sie will eigentlich arbeiten und das wollte ich sie extra vertreiben, indem ich ganz schlimm wienerisch rede. Ja, Heide, geh mal arbeiten. Tell him, Gotzi. Also, verdient sie überhaupt, also zahlt sie überhaupt Steuern, Alter? Ohne Spaß. Was soll das? Super Monkey. Es geht super Monkey. 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 Marius ist gerade wirklich fünfmal in die Ecke gegangen zum Lasern. Man ja, sieht auch, Mann. Marius hat gerade die Gamer-Pose on deck. Was ist die Gamer-Pose? Immer schön weit nach vorne. Neigen. Oh, der Forward-Smash aus der Hölle. Ich glaube, ich gehe mich mal ein bisschen aufwärmen, damit ich nicht von Dennis auf den Sack komme. Kann der mit Dennis aufwärmen? Ey, was für Peach, um gegen Dennis aufzuwärmen. Ah, das hat mir sehr viel bedeutet, tatsächlich, weil ich gegen Marius richtig gestruggelt habe die letzten zwei Jahre. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, letztes Mal war schon Game 5, wo ich Gott sei Dank gewonnen habe, aber es war. Was so denn die Best Be Out? Beim letzten Mal, ja. Und heute auch wieder, theoretisch. Ja, 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 I guess, ja. Aber nicht mit so viel Pressure. Naja, nicht mit zwei Stage. Ja, das auch. Und ich bin so froh, dass ich reingehe. 855 Schilling zahlt der Karon in den Chat ein. 855 Schilling. Boss bleibt über. Boss bleibt über. Okay, dann werde ich mich. Wir haben uns hingesetzt und haben das gesamte Video transkribiert. Oh, nice. So dumm. Das war schon arg anstrengend. Was? Das zu transkribieren? Also ich habe nicht mitgemacht, ich habe nicht verstanden. Ich kann mir vorstellen, wie schwer das ist. Mit Technik. Digga, was reden die da? 499 Schilling Giftzop. Was bleibt über? Was bleibt über? Oh fuck! Oh mein Gott! Gott. Der Schiller ist doch. Ein Mann, ein der Ritter. Ist selten, dass sich zwei Leute Rest is on the table. Als ich heute Abend Rest is on the table das erste Mal gesagt, hatte ich nicht gedacht, dass das so oft nochmal gesagt wird. Vor allem, ich finde es auch so, also Jan, klasse. Klasse. Ich finde es so krass, Jan macht ja immer, shit. Jan macht ja immer Homestocks, ne? Das ist ihm ja völlig egal, wer oder was. Er will einfach diesen W offen und aufrichtig. Nicht. Und, nein, wenn er ihn hat, meine ich so, weißt du, dann will er ihn halt so richtig, richtig ordentlich verdient haben. Ich finde halt irgendwo, also was, wenn du mich fragst, gehören SDs halt zum Game dazu so. Ja. Ich würde, also ich gebe sehr, sehr selten Homie-Stocks. Ja, ja. Hey, Homie, tut mir leid, aber keine Homie-Stocks. Ich meine, ich gebe so präventiv Homie-Stocks quasi. So, also ich einfach die ganze Zeit SD. Das ich gebe halt, geb halt Homie-Stocks, wenn so wirklich beide, wenn er bei 0% SD und ich auch 0% habe. Aber ich hatte vorhin gegeben auf Target dieses Szenario, wo er sich SD und ich hatte so 100%. Ich dachte so, ja, brauche ich jetzt auch nicht machen. Ich habe kurz drüber nachgedacht, dachte so, das ist so kacke, weil mein Stock war halt so viel weniger wert. Ja. Ich finde übrigens, Jojo hat gesagt, los Marius, streng dich an. Oh. Aber es reicht natürlich. Jojo hat gesagt, los Marius, streng dich an. Und ich finde, das ist die most Jojo-Art, sowas zu sagen. Ja. Los Jojo, Marius, streng dich an. Support, Jojo ist jetzt übrigens ein Mario 64 Speedrunner. Was? Er hat gestern 16 Star gerannt. Und das ist der Stock. Und totgleich. Ich meine, das erste Game war auch schon richtig, richtig close so. Oh shit! Digga, den gibt Jan aber nicht. Arthur Hollow Knight ist das letzte Spiel, das mich irgendwas hat fühlen lassen. Das ist so, so krass gut. Also wirklich. Oh nein, er kriegt den Dash-Trap, der Grab nicht. Das sah so lächerlich aus. Aber Hollow Knight nice. Hollow Knight für Smash, by the way, wann? Hey Dennis, mein erster Run war über 2 Stunden, mein zweiter war sub 1 hour. Let's go, Jojo! Progress. Ist das gut? Naja, also 16-Star-Weltrekord ist, glaube ich, irgendwie 15 Minuten oder sowas. Naja, aber ja. Schon. Oh, und Jan hat schon wieder, genau wie er es vorhin gegen. Oh, das Smash ja gesehen, das war insane. Ja. Jan hat vorhin auch so einen Rest gegen Maxi, glaube ich, verschissen leider. Und jetzt hat er sich gegen Marius wieder nicht holen können. Ich glaube, er muss seine Rest-Setups grinden, der Mann. Oh, die Nair! Oh mein Gott, Dicker, die Nair war so gut, Alter. Noch zurück, holy shit, das war so eine richtige Reaction-Nair. Einfach so schnell noch Hitbox. Digga, wann hat Marius das letzte Mal gegen den Puff verloren? Oh, das muss eine Weile her sein. Lange stimmt, das ist her. Eh ein Matchup. Das ist ein Matchup, was sich eh ausgeht für ihn. Das geht sich wirklich sehr aus für ihn. Aber Jan natürlich auch, constant grind, ne? Der ist jede Woche hier so, der übt seinen Scheiß. Also. Gibt es eigentlich noch gute Puffs in Deutschland? Jan ist der Beste in Deutschland gerade, weil Prinz nicht spielt und. Das ist ernst? Naja, wer denn sonst? Also natürlich, dein Puff oder Arthur Puff oder. Nein, mein Puff ist auf keinen Fall besser als der von Jan. Okay. Victor spielt auch nicht mehr. Ich glaube, Arthus war safe auch nicht besser als der von Jan.
Weil ich meine nur so, irgendein Top-Player könnte wahrscheinlich ein besseres Papp haben. Ja, wahrscheinlich so Niki oder Mustafa oder so. Der Niki hat das. Niki wahrscheinlich besser alles. Das ist ein sehr, sehr quicker Stock hier. Ja, diese Stage haben wir vorhin auch bei Game 5 gesehen, bei Maxi gegen Third. Und ja, Maxi hat ihn ziemlich dominiert hier, weil ja, die Stage halt wirklich, wirklich gut für Fox. Das ist dieser Runaway-Playstyle, der funktioniert gegen einen Charakter, der gar kein Projektil hat, natürlich nochmal eine Ecke besser. Oh, oh mein Gott! Da ist der Rest und Star KO. Und er, ja, Star KO, er wacht auf. Star KO gut für ihn, aber ich bin kein Fan davon, an der Stelle so halt zu resten, weil das war. Ich auch nicht, aber so er. So eine Backer und dann noch eine extra Backer, dann wäre er tot gewesen. Aber so. Mario, ja stimmt, naja, Mario ist in den Recoveries auch nicht so tricky heute, ne? Er wurde ein paar Mal auch aus der Recovery erwischt schon von Jan. Ja, das ist ja aber auch möglich mit Papstow, ne? Also das ist ja jetzt. Ja, aber man muss es ja auch erstmal machen. Also ihn da rein, also die Option, ihn entweder da reinzuzwingen, dass er dieses Spiel spielt, oder den Rest zu machen, also für den Rest zu gehen. Er hat halt 16%, der Punish ist halt nicht so super groß, denn er kann halt nicht sterben davon. Deswegen fand ich den Rest schon okay. Ja. Mario ist übrigens mit einem unkompromisslosen oder einem kompromisslosen Upsmash. Oh guck mal, das hier, Gott, mal, das diese Nair, Alter. Oh, und Jan kriegt den. Oh, wird er gescheinspiked? Nein! Marius kriegt den Scheinspike nicht. Also Jan war ein bisschen zu ambiguous hier. Oh, Dash Attack. Wow, das war so nice. Ja, die Up-Air wird es natürlich nicht machen, aber er kann ihn juggeln. Aber gut, Fox zu juggeln mit Puff ist auch relativ unmöglich. Oh, die Fair könnte es sein. Marius hat den Sprung noch, aber er kommt wahrscheinlich nicht rauf. Das könnte man besser machen, als Marius das gerade macht. Ich finde, das Lasercampen und dann eine näher kriegen, das workt nicht so ganz. Ja, er kriegt auch nicht so viel Damage aus den Lasern. Das ist halt genau. Der Punkt. Also das, Jan das, duckt halt so eine, das ist so eine 2013, 2014 Strat oder so, die so Armada dann gemacht hat. Und oh, das könnte es sein. Halt so ein bisschen, das ist es. Ein bisschen von da unter Druck zu setzen, so. Dann halt irgendwie eine gute Nähe, so eine Late Nähe zu kriegen und dann into Upsmash ist halt, ich finde, viel, viel. Also ich finde, aggressive gegen Puff spielen so viel angenehmer. Ja, aber dafür gehst du halt nicht auf FD, sag ich mal, ne? Weil also wenn du hier reversed wirst und du keine Plattform zum Recovern hast und sowas, das ist halt richtig scheiße für Fox. Ja, aber das, also du wirst ja nicht reversed, wenn du nicht willst, im Prinzip. Also wenn du dich verkackst. Wenn du so eine Reverse Fair oder sowas reinschmeißt? Ja, okay. Aber weißt das ist ja also eine Marius Schuld. So. Sein Körper wollte das ja. Oh! Aber das könnte sein. Reaktion gehabt. Er geht nicht für die Upsmash, er geht für eine F-Smash. Ich glaube, das war vielleicht ein Miss-Input von Marius du hier. Du hast das auch schon vorher gesagt. Du bist Gründer, Jojo. Okay, Marius holt sich sehr souverän mit dem Two-Stock auf seinem ersten Counterpick. Ja, du warst schon mal. Das 2-1. Jetzt Tournament-Game für Jan. Digga, ich glaube, Mario und Buff Target müssen spielen gerade, oder? Weiß ich nicht. Losers Round 1, ja. Nee, das ist ja Marius. Das ist ja nicht Flux-Mob, sondern Buff Target. Ja. Okay, Marius geht für Standing Laser. Ich weiß nicht, ob das absichtlich war, aber das hat ihn auf jeden Fall den Stock gekostet und zwar schneller, als ihm lieb war. Okay, weil we have to play. Yeah. Marley? Was mit Marley? Marley Flux-Mob. Marley hat das gewonnen. Lass Marley dir mal die Ergebnisse sagen. Oh, das könnte noch ein Rest sein? Nee, okay, er kriegt den Dash aus dem Jump, aus dem Grab nicht. Oder aus dem Throw sozusagen. Er hat 8 Standing Laser gemacht. Ja, true. Und dann, also 8 Standing Laser into Rested werden, ist natürlich auch eine faire Combo, weil diese Standing Laser, ich weiß nicht, also das ist entweder ein Miss-Input oder ist ein Zeichen von Arroganz oder Evelyn Mindgame, aber es hat auf jeden Fall nicht funktioniert. Aber ich sehe diese Standing Laser als Mindgame, das hat er gegen mich auch gemacht, ich glaube, das macht er dann halt, weil er denkt, ja okay, jetzt kann ich ihn ein bisschen frustrieren und so. Wenn man dann halt einen kühlen Kopf bewahrt und nicht frustriert wird, dann bringt es eben gar nichts, leider. Oh, die Bär hat noch getroffen und das ist der Stock für Jan. Stock Lead in Game 4. Er hat auch keine Games mehr to give, sag ich mal, ne? Es ist wirklich, es könnte wieder ein Game 5 werden, wieder gegen einen von den beiden Charlottenburg-WG-Foxes. Erste Runde gegen Maxi ist schon so ein Schlobbernocker hingelegt und jetzt gegen Marius möglicherweise auch. Marius kriegt die ab, er nicht, Ferd kann rausjumpen. Aber noch sind hier nicht die letzten Messen gesungen. Marius holt sich den Stock und gleicht aus. Also ja, es ist weiterhin sehr, sehr ausgeglichen. Obwohl Jan den ersten Stock richtig früh gekriegt hat. Oh shit, wird er hier gegimpt. Das passiert Puff jetzt nicht unbedingt. Jetzt hat er aber keine Sprünge mehr. Aber kommt natürlich mit dem Air Dodge an die Ledge. Sehr weise gemacht von ihm. Und Marius kommt an die Ledge sehr gut. Ferd war nicht dazu in der Lage, das Edge Guard zu bekommen. Und wieder und diesmal wieder anticipated. Oh, krass, und er kriegt das Edgeguard nicht. Mario ist nach wie vor am Leben. Okay, aber könnte es das sein? Ja, das muss es eigentlich sein. Er muss sich jetzt nur noch ranhängen und mit dem Reverse, also er kann sich reversen mit der Up-B und hat es damit noch an die Kante geschafft.
Fullstock-Lied für Jan. Aber wie gesagt, die sind hier auch schon in Luft aufgelöst worden, in relativ kurzer Zeit. Oh, das wäre ein Rest gewesen. Ja, das wäre sick gewesen. Marius bleibt in place stehen. Er will Jan einfach, er will auf was Jan macht reagieren. Er denkt sich, ich habe die Zeit, es ist Puff so, Puff ist langsam genug. Ich will hier keine Reads rausschmeißen in dieser Situation. Ich will kein Game 5 riskieren. Oh, what? Was für ein Grab! Und er kriegt die Upsmash nicht. Doch, klasse! Ballack. Und kein Sprung? Okay, Jan war nicht ready. Er hätte da wieder einen Nair machen können, wie er es halt sonst auch immer gemacht hat, um das halt abzufangen, diese direkte Option, weil die Fair wäre zu langsam gewesen. Aber schade hier für ihn an der Stelle, dass er den Stock nicht kriegen konnte. So muss er weiterhin bangen, dass er überhaupt in Game 5 kommt. Und hier der letzte Stock jetzt für ihn. Potenziell Tournament Stock. Wo sind die Birds für Third? Birds für Third? Spam this bird to help out Third. Ja, und da ist nochmal ein Shine-Spike-Attempt. Wird diesmal erfolgreicher. Jan kommt wieder zurück auf die Stage. Okay, Up-Throw-Up-Air, 39%. Das sind wichtige Prozente. Marius kann halt wirklich in relativ in Kürze finishen. Schon wieder Standing-Laser. Oh, und er geht... Oh mein Gott! Was ist das? Und das ist es! Oh, nein. Das ist es doch nicht! Okay. Was war das ich denn für ein Engel? Ich hab zu früh gesprochen. Nice, aber 69, nice. Und das ist der Up-Throw-Up-Air und der killt ihn. Und Marius holt sich das Set 3-1. Oh mein Gott. Ärgerlich für Third. Er hat es wirklich in der Hand. Er war im Driver's Seat, wenn du so willst. Aber manchmal geht es sich nicht aus. Es war 3-1 für Marius. Manchmal geht